So, da sind wir dabei. Eiko, weiter geht's. Wir stehen vor der Windmühle. Ja, da lassen wir jetzt mal ganz kurz hier unten. Weil beim letzten Mal am Ende haben wir es versucht, da hochzukommen. Es hat nicht so wirklich gut funktioniert. Deswegen auf ein neues. Auf ein neues. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, der Weg bis hierhin, kein Problem. Da müssen wir nein, nicht zurück, sondern hoch. Ach so, nur Dreieck, ohne irgendeine Richtungstaste. Gut, okay. Und ich dachte, ich habe mittlerweile die Steuerung irgendwie ein bisschen drinne, aber falsch gedacht, habe ich gar nicht. Kann ich hier noch irgendwie weiter hoch? Weil das kam mir irgendwie... Weiß nicht, das kommt mir irgendwie... Komme ich da wirklich hoch schon? Ich glaube nicht, dass ich da schon hochkomme, oder? Wow, god damn you! Alles gut, halt dich fest. Das ist eine gute Frage jetzt. Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich aber auch irgendwie nicht wirklich weiter. Ich probiere es einfach nochmal ganz kurz, diesen Sprung darüber. Oh Gott, nicht da runter. Oh ja, oh Gott, ja. Okay, kletter rüber, dass du nicht bretterst. Kletter rüber, dass du nicht bretterst. Oh Gott, das wird so nicht gut gehen. Wird das gut gehen? Wird das gut gehen? Das, kannst du umgreifen? Oh Gott, der Junge kann umgreifen. Kann ich jetzt abspringen? Oh! Oh, geil! Das hat voll funktioniert. Cool. Cool, dann haben wir auf jeden Fall schon mal diesen Weg hier nach oben geschafft. Speichern können wir, ja gut, speichern können wir jetzt natürlich nicht, weil sie da unten rumsteht. Müssen wir erstmal gucken, dass wir sie irgendwie hier hochbekommen. Huh. Au. Au, schau an. Da müssen wir durch, wie es aussieht. Was schreist du denn so? Da unten scheint ein Schalter zu sein, oder irgendwie. Oh ja, da ist ein Schalter. Tatsache, da ist ein Schalter. Der hoffentlich diese Brücke hier ausfährt, dass sie... Ja, perfekt, dass sie rüberkommt. Dude, what? Ich glaube, der ist durch. Ich glaube, der Motor ist durch. Wir brauchen solche Motoren. Dann müssen wir sie irgendwie... Okay, nicht versuchen, jetzt schon entlang zu springen. Jetzt, komm her. Komm schon, das kriegen wir irgendwo. Oh, das ist schon weit, oder? Nee, das schafft sie. Yes! Alles gut, ich hab dich, komm hoch. Achso, ich soll vielleicht auch, ja, ich soll vielleicht auch ziehen. Und sie nicht nur hängen lassen, bis wir beide müde sind und dann wie nasse Säcke da runterfallen. Ist alles gut bei dir? Schön. Das ist echt der Wahnsinn. Dieses Spiel gibt mir echt so ein Gefühl von wegen, oh, ich muss mich um die kümmern. Und ich mach's auch gern. Alles gut. Wir gehen hier zusammen hoch, können dann auf dieser Bank kurz speichern. Und dann können wir zusammen das Tor öffnen. Oder du öffnest wahrscheinlich sowieso das Tor, wenn wir dran vorbeilaufen, habe ich recht. Hoppa, da kommst du selber hoch, oder? Ach komm, ich helfe dir hoch. Ich bin doch ein Gentle-Stier. So, ab geht's. Erstmal kurz speichern und dann können wir das Tor zusammen öffnen. Nicht, dass irgendwie wieder irgendwas Doofes passiert, wenn das Tor aufgeht und irgendwie Schattenwesen wieder auftauchen und sie fressen wollen. Das möchte ich natürlich nicht. Sondern da möchte ich dann in aller Ruhe durchgehen. Komm her. Möchte ich nämlich in aller Ruhe durchgehen, ohne mir großartigen Stress machen zu müssen. Und die ganze Zeit zu denken, oh mein Gott, ich muss die Windmühle nochmal hochspringen. Nee, zum Glück nicht. Wobei, das ging diesmal jetzt wirklich gut. Also ich habe gedacht, ich hänge hier irgendwie noch ein bisschen länger fest an der Stelle. Weil das wäre beim letzten Mal, wo ich dann da runtergefallen bin, irgendwie ein bisschen unerreichbar schien, so weit rüber zu kommen. Aber irgendwie bin ich einfach nur ziemlich dämlich gesprungen beim letzten Mal. Kann gut sein, mag sein, was soll's. Wir gehen hier durch. Schauen mal, was der nächste Bereich so für uns bereithält. Okay. Aha. Gut, dann werde ich mal versuchen, hier hochzugehen erstmal. Und dann checke ich mal die Lage von hier oben aus. Ich hoffe mal, da... Oh, ich wollte... Gerade eben habe ich meinen Mund aufgemacht. Ich wollte sagen, ich hoffe, dass du da unten sicher bist, während ich hier oben rumgucke. Aber, oh Gott, auch noch die fliegenden Typen. Geh runter, geh runter, geh doch runter. Nein, nicht schwingen, nicht schwingen. Oh Gott, herp de derp. Wo ist er hin? Geh runter.
Eiko, verdammt nochmal. Was tust du denn da? Ja, ihr aus dem Loch helfen jetzt gerade, aber gerade eben sah das mir nicht danach aus. Sah mir eher wie ins Loch kicken aus. Und du weißt, ins Loch kicken kann wehtun. Das klingt ein bisschen zweideutig jetzt, ich weiß. Egal. Dir trete ich auch ins Loch mitten im Stock. Wenn man es treten nennen kann. Wir sind so awesome an dieser Waffe. Wir treten mit dieser Waffe. Wir schlagen nicht zu, wir treten. Oder... Bleib liegen, mein Gott. Alter Schwede, du bist echt, also... Wie oft muss ich dir denn noch die Lichter ausblasen jetzt, aber... Kommen noch mehr. Die Schattenlöcher sind noch nicht zu, also die Gefahr ist noch nicht gebannt. Komm mal mit. Ich hol uns mal in den vorderen Bereich an, ob hier noch irgendeiner, aber hier... Ah, da ist er doch. Dieses kleine Vieh da. War das der letzte wirklich? Okay. Sieht gut aus. Schaut so aus, als wenn ich da hochgehen kann, oder? Ich hoffe mal. Oh, trifft doch die Kette. Ja, ja. So, jetzt kommt, denke ich mal, kein Schattenwesen mehr geflogen. Kein Schattenwesen mehr, das Yoda mitnehmen möchte. Okay. Hier nach oben muss ich sie bringen. Wie bringe ich dich hier nach oben? Wow, okay, das ist dann doch ein größeres Areal. Ha. Oh, hier ist alles offen. Okay, da werde ich mal gleich mal reingucken. Jetzt erstmal da hinten noch schauen. Kann ich da rüber? Muss ich da rüber? Das ist die große Frage. Ach, da geht es ja nochmal eine Kette höher. Shit. Okay, was ist denn da unten noch? Erkennt man da irgendetwas drauf? Auf dieser Plattform da links? Die kommt, weiß nicht, die ist da halt so unscheinbar irgendwie erhöht. Wie als wenn da was drauf sein könnte. Keine Ahnung, ich gucke erstmal in das Loch hier rein. Oh hey, hier sind wir, okay. Jetzt wird auf gleiche Höhe. Ah, okay, wir sind oben noch eine Treppe runtergekommen. Ich hab mich gerade gefragt, wie das Level kartentechnisch aussehen kann. Springt so ein ganz kleines Ding runter, und aber drüben ist irgendwie ein Seil, das viel, viel länger ist. Macht irgendwie keinen Sinn, aber doch, klar, wir sind da oben nochmal eine Leiter runtergegangen. Quatsch, eine Treppe. Was ist das hier? Au. Hallo. Kommst du mal rein? Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass ich dich wieder hier drauf stehen lassen muss, während ich wieder irgendetwas anderes mache. Habe ich recht? Komm schon, hier rein, hier rein, hier rein. Nein! Aus! Du wiegst zu wenig. Bleib da, ja? Bleib einfach nur da drin stehen. Ich komme garantiert wieder zurück. Ich gehe nur kurz Zigaretten holen. Sieht hier auch auf. Nein, okay. Da gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo wahrscheinlich einen zweiten Schalter. Oder irgendetwas, was ich noch aktivieren muss, dass wir hier weiterkommen. Na, dann muss ich mir mal die zweite Kette anschauen. Muss ich gucken, dass ich da drum rumkomme. Und noch ein bisschen an Höhe gewinne und mir das mal von oben ein bisschen anschaue. Also, jetzt mal gucken. Komme ich da irgendwie... Oh, hier scheine ich... Oh. Oh. Verdammt. Kiste oder so? Ah, da geht's nochmal weiter. Und da geht's irgendwo ins Wasser runter, wo ich... Ah, okay, da unten drunter steht Yoda. Jetzt raff ich das. Hm. Aber was für einen Sinn macht es, dass sie da... Ach so, dann kann ich sie hier hochziehen. Okay, es macht alles irgendwie einen Sinn. Wir werden sie hier schon irgendwie durchkriegen. Jetzt gehe ich aber erstmal kurz hier rein. Ich hoffe auf diesen... Da ist noch ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Aber wie soll ich denn da hinkommen?
Hä? Ach nein, Quatsch. Stimmt gar nicht. Es ist ja da, wo wir vorher reinkamen. Das ist dieser kleine Komplex davor sozusagen. Der Friedhof hier. Was macht das für einen Sinn, dass ich hier raus kann? Irgendeinen Sinn muss es doch machen, dass ich hier raus kann. Warum sonst? Wie. Hm. Gute Frage. Hier komme ich auch nochmal rein. Vielleicht eher in. What the fuck? Was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Was für ein Tor war das gerade? Ja, oder? Hat sich bewegt? Bleib da drauf stehen! Mädchen, du sollst stehen bleiben. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Ich wollte nur gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Bin wieder weg. Okay, sie bleibt drauf stehen. Hat sich irgendwie gerade vielleicht am Bein kratzen müssen, ja. Garantiert hat sie sich am Bein kratzen müssen. So. Dann versuche ich es mal an diesem zweiten Eingang. Diesem zweiten Fenster, wo ich durch kann. Dass ich da vielleicht irgendwie dann rüber kann. Gute Frage, ob das funktioniert. Dann gehe ich mal hier rein. Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit für mich. Oh Mann, das sieht genauso. Das sieht irgendwie genauso aus. Oh mein Gott, hier ist auch nichts, wo ich hin kann. Gut, von mir aus. Huh. Ja, Fraps scheint mich heute wirklich zu hassen, ganz ehrlich. Ungefähr 5 Minuten von der Aufnahme fehlen jetzt einfach mal. Ich bin hier wirklich wildwichsend im Hof rumgerannt, hab sich gerafft und dann habe ich gemerkt, verdammt nochmal, Aufnahme ist abgebrochen. Warum auch immer. Ja, ich bin dämlich. Ich bin so dämlich. Ich habe es nämlich mittlerweile rausgefunden. Ich muss sie einfach nur hier hochziehen. Das ist alles, was ich machen muss. Ich habe es jetzt, um es euch zu zeigen, einfach nochmal. Also ich bin schon weitergelaufen. Hallo. Ja, oder? Kommst du mal bitte hierher? Oh Gott, die Treppen sind. Oh, ja, da. Oh, die Treppen. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Du bist dumm. Du bist einfach nur doof. Jetzt komm. What the fuck? What the fuck, Mädchen? What the fuck? Man muss sie erstmal hier drüben hinstellen. Das ist eine der Sachen. Ich zeig's euch auch noch ganz kurz. So, hier. Dann geht nämlich dieses Tor auf. Das habe ich nämlich voll übersehen in all der Dunkelheit hier. Das ist, kann man auch mal sehr leicht übersehen. Mal ganz ehrlich. Also da habe ich voll nicht drauf geachtet. Habe ich einfach total übersehen. Und dann können wir hier nämlich an diesem Rohr hier einfach wieder hochklettern. So. Nein! Und runterspringen. Aber warte mal ganz kurz. Vielleicht locke ich es jetzt erstmal ganz kurz hier ran. Hallo. Ja, da. Raffst du es eigentlich noch? Die hat unglaubliche Probleme, aus diesen Druckplatten wieder rauszukommen, habe ich das Gefühl. Also, das klappt des Öfteren mal nicht. Und es nervt einfach nur. Und vor allem hier rüber zu kommen ist auch scheiße, weil dieser Sprung wirklich verdammt groß ist. Verdammt lang, dieser Sprung. So, und jetzt holen wir dich hier mal wieder hoch. So einfach. Das ist das Rätsels Lösung. Und ich habe hier wirklich ewig lang rumgesucht. Ich meine, es wäre eh. Nein! Und ich bin wieder reingesprungen. Leute, ihr verarscht mich gerade. Kann das vielleicht sein, dass ihr mich eigentlich verarschen wollt? Es tut mir leid, dass es jetzt gerade die Atmosphäre von dem Spiel vielleicht ein bisschen stört, wie ich mich aufreg. Das wird in der nächsten Folge auch hoffentlich wieder anders, aber mich nervt gerade einfach nur die Spielmechanik. Die Steuerung nervt mich gerade tierisch. Weil er einfach nicht das macht, was ich will. Ich will nicht, dass er da reinspringt. Ich will, dass er oben stehen bleibt. Aber jedes Mal dreht sich dann die Kamera zu Yoda. Man kann sich nämlich, wie ihr ja schon gesehen habt, auch da ranhängen. Um sie dann hochzuziehen. Kommt sie jetzt hergelaufen endlich?
Ich glaube, sie ist... Oh Gott, nein. Oh nein. Yoda. Sie steht wieder da drin. Das meine ich. Das meine ich. Leute, was zum Teufel? Ist es so schwierig? Ja, genau. So, jetzt ist sie runter. Hier oben bin ich. In der Mitte durchlaufen. In der Mitte durchlaufen. In der Mitte durchlaufen. Nicht wieder in einen dieser Schalter gehen, bitte. Jetzt muss ich aber auch nach vorne gucken. Oh, sie ist da, Leute. Seht ihr eigentlich, dass sie da ist? Oh. Kriegen wir das heute nochmal hin, dass wir sie hier... Oh. Tut what? Ich wollte gerade sagen. Wie nein? Oh, wir haben dich da raus. Ich bin so glücklich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben sie endlich da rausgekriegt. Oh, ganz ehrlich, es hat auch lang genug gedauert. So, jetzt öffnen wir dieses Tor noch. Ja, sorry für die verreckte Aufnahme. Das war jetzt echt ein bisschen blöd in der Situation. Vor allem in so einer Situation, wo ich wirklich dann Weiterspiel uns nicht bemerke, dass die Aufnahme nicht läuft. Das ist immer extrem doof. Aber wie gesagt, kann mal passieren. Sorry dafür. Gibt es hier eine Bank, auf die wir uns setzen können vielleicht? So, ganz kurz. Nein? Okay, dann gehen wir doch einfach schon mal hier rein, damit es noch etwas aussieht, wo wir hin müssen. Zieh am Schalter, zieh am Schalter. Los! Sind eben die Tücken der Technik, mit denen ich leider immer wieder zu kämpfen habe. Die Tücken der Technik. So, wo können wir hier weitergehen? Das ist ein Schalter. Da könnte ich mich doch bestimmt springend festhalten irgendwie, oder? Oder ist es nicht so dein Stil? Nee, irgendwie nicht so wirklich, kann das sein. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen kleinen Stopp rein. Das hat mir irgendwie... den Spaß gerade ein bisschen verdorben, dieses ewige Hin und Her. Also ihr habt es jetzt selber gesehen. Naja, beim nächsten Mal hoffentlich mit weniger technischen Problemen. Bis dahin, haut rein.